Hi, ich heiße Nathalie Stüben und ob du es glaubst oder nicht, ich war alkoholabhängig. Ja, ich weiß. Ich entspreche jetzt nicht unbedingt so dem Bild in deinem Kopf von jemandem, der alkoholabhängig war. Aber weißt du was? Mein Gesicht und meine Geschichte entsprechen der Realität dieser Sucht viel mehr als das Bild, das du im Kopf hast. Und das Bild, das auch ich so ewig lang im Kopf hatte. Und das mich davon abgehalten hat, zu erkennen, wie gefährlich diese Droge ist, wie sehr sie mich davon abgehalten hat, ich zu sein und mein Leben zu leben. Ich habe erst, als ich aufgehört habe zu trinken, erkannt, wie normal es für mich war zu trinken, wie normal es für mich war, mich deswegen beschissen zu fühlen und vor allen Dingen halt eben auch, wie normal es ist, ein Problem zu entwickeln mit Alkohol, wenn man ihn trinkt. Wie das bei mir lief und wie ich dann wieder rausgefunden habe aus der Sucht, das möchte ich dir heute erzählen. Ich war voll das glückliche Kind, voll das glückliche Mädchen. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit und wie ich mich gefühlt habe, dann erinnere ich mich vor allen Dingen an so ein riesengroßes Selbstvertrauen. Ich habe alles gemacht, worauf ich Lust hatte, und ich habe es mit Leichtigkeit gemacht und es hat irgendwie auch alles funktioniert, weil ich mich einfach nicht in Frage gestellt habe. Also das ist auch etwas, das dem Klischee so ein bisschen widerspricht, weil es ja oft so heißt, wenn man Alkohol trinkt, dann bewältigt man irgendein Trauma oder irgendeine emotionale Verletzung, irgendwas, was in der Kindheit passiert ist, das medikamentiert man mit Alkohol. Also das war bei mir zum Beispiel auch nicht so. Das war bei mir heile Welt. Echt, ich hatte mega liebe, großherzige Eltern, also die habe ich immer noch. Aber das war als Kind eben auch schon so, dass die mich in allem unterstützt haben, mich umarmt haben, mir so viel ermöglicht haben. Jeden Sport, den ich machen wollte, durfte ich machen. Jedes Instrument spielen, jedes Buch kaufen, für das ich mich interessiert habe. Ich hatte voll den netten Bruder, ich hatte einen süßen Hund, ich hatte nette Freundinnen, ich habe mir Tänze ausgedacht. Also das war eine schöne Kindheit. Und ich habe mich immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, gefreut, meine Familie zu sehen. Und wenn wir dann irgendwie schön zusammen Abend gegessen haben und uns unterhalten haben, das war so schön. Aber es saß auch immer noch jemand mit am Tisch dann, nämlich der Alkohol, der Wein. Meine Eltern haben immer ein Glas Rotwein zum Abendessen getrunken. Und es war für mich total normal. Und meine Eltern haben sich dadurch jetzt auch nicht groß verändert oder so. Die haben einfach getrunken. Und ich habe als Kind gelernt, aha, als Erwachsener trinkt man Wein. Als ich in die Pubertät gekommen bin, hat sich das verändert. Also vor allen Dingen eben auch dieses innere Gefühl, das ich hatte. Ich habe aufgehört, Sport zu treiben, weil ich bei einer Theater-AG mitmachen wollte. Dann bin ich pummelig geworden. Dann habe ich mir so die typischen Fragen gestellt, die sich ein Mädchen in der Pubertät stellt. So, bin ich schön? Bin ich cool? Finde ich einen Freund? Was mache ich eigentlich auf dieser Welt? Wozu bin ich hier? Also das war jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, aber das waren so die ersten Risse, die mein Selbstvertrauen bekommen hat. Das waren so die ersten Selbstzweifel, die in mein Wesen eingezogen sind. Und ungefähr zu dieser Zeit habe ich dann auch angefangen, selbst Wein zu trinken, weil ich erwachsen sein wollte. Also ich hatte dieses Gefühl, ich will so viel, ich will so viel, ich will so viel, ich weiß nicht was. Aber eins wusste ich eben: ich will erwachsen sein. Das stand für mich fest. Und erwachsen sein bedeutete für mich, klar, ein Glas Wein in der Hand zu haben. Vor allem das. Zigarette auch, aber vor allem eben dieses Glas Wein. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass er mir schmeckte. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob er mir geschmeckt hat, weil er mir geschmeckt hat. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass er mir geschmeckt hat, weil dieses Bild halt so aufgeladen war. Ich mit Weinglas und Zigarette, wie ich philosophiere und so super tiefgründige Gespräche führe. Also das hat mir schon gefallen. Und dann, und das ging so Hand in Hand, hat mir halt auch die Party gefallen. Der Exzess, der Rausch, dieses wir gehen auf die Tanzfläche und tanzen ohne Hemmungen und wir haben uns alle mega lieb und die Selbstzweifel spielen gerade einfach auch mal keine Rolle. Also das fand ich schon auch echt Hammer. Und zu dieser Zeit hat sich das so verschoben. Also die Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, musizieren, tanzen, lesen und so, das habe ich auch immer noch ganz gern gemacht. Aber am
allerliebsten habe ich Party gemacht. Am allerliebsten bin ich freitags dann aus der Schule gekommen und ich wusste, okay, heute geht's wieder los. Das war irgendwann mein eigentliches Hobby, wenn man es mal so sagt, wie es ist. Und zu der Zeit war es auch schon so mit 14, 15, 16, dass ich an diesen Abenden dachte, bitte, 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 lass sie nie enden. Und bitte, 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 lass dieses Glas in meiner Hand immer voll sein. Da hat sich das schon so langsam angedeutet. Und auch damals war das schon so, dass ich am nächsten Morgen wach geworden bin und mich an manche Szenen nicht erinnern konnte. Dann haben meine Freundinnen mir was erzählt und ich dachte mir so, krass, ich kann mich daran nicht erinnern. Aber das war halt voll witzig. Das war witzig. Also Alkohol hatte für mich zu diesem Zeitpunkt ausschließlich was Positives. Was schnell fatal werden kann. Also in meinem Fall wurde es fatal, weil dieses positive Image, das diese Droge bei mir hatte, gepaart mit der Tatsache, dass Alkohol eine der am süchtigsten machenden Drogen ever überhaupt ist, das hat halt bei mir dazu geführt, dass sich diese Nächte, an denen ich getrunken habe, als gäbe es kein Ende, an denen ich mich bis in die Besinnungslosigkeit abgeschossen habe, immer häufiger wurden. Und ich wusste nicht, dass es mit jedem Schluck nur noch schlimmer werden würde, weil es nur noch schlimmer werden konnte. Aber das war mir nicht klar. Und auch mein Gefühlsleben hat sich total verändert. Also das war, und das sagt einem ja auch keiner, ne? Klar, so körperlich macht sich das irgendwie bemerkbar. Du hast weniger Kondition und du hast mal einen Kater. Aber dass sich das nicht nur körperlich fertig macht, sondern dass das auch deine Psyche killt und vor allem deine Seele, das wusste ich nicht. Ich habe nur gemerkt, dass dieser Kater, also es war irgendwie so, als würde sich dieser Kater über mein komplettes Leben spannen. Als würde langsam so eine Depression das Ruder übernehmen. Das war, als würde so ein dunkles Grundrauschen immer da sein. Egal, was ich gemacht habe, selbst wenn ich mal gelacht habe oder Spaß hatte oder so. Ich hatte immer dieses dunkle Grundrauschen im Hintergrund. Und mein Wesen hat sich auch voll verändert. Also das, was mich so ausmacht, Lebensfreude, Güte, Witz, das war alles weg. Ich war so zynisch, ich war neidisch, ich war misstrauisch, ich war super unzufrieden, ich war ständig gehetzt und ich war vor allen Dingen hart. Ich war so hart zu mir und zu meinen Mitmenschen, dass mich das manchmal selbst erschrocken hat. Ich erinnere mich an eine Szene. Also kurz für den Hintergrund, ich habe so zu meinen Alkoholhochzeiten, so als ich Ende 20 war und in München gelebt habe, habe ich die halbe Stadt durchgetindert, weil ich auf der Suche war nach einem Partner, den ich liebe und der mich liebt, weil ich dachte, wenn ich den finde, dann bin ich wieder so wie früher, dann wird alles wieder gut. Das war natürlich Irrsinn. Ich war de facto beziehungsunfähig zu der Zeit und das, was ich gefunden habe, war eine kranke Geschichte nach der nächsten. Also entweder bin ich den Typen hinterhergerannt und die haben mich am langen Arm verhungern lassen oder die sind mir hinterhergerannt und ich habe die am langen Arm verhungern lassen. Also was dazwischen, das gab's nicht. Und einer dieser Typen war eigentlich voll der Nette. Ich hatte nun dann irgendwann beschlossen, nee, das funktioniert nicht mit uns, das wird nichts. Dem habe ich dann eine Abfuhr erteilt und er hat mich dann angeguckt und meinte so, boah, du bist so hart. Pass bloß auf, dass du nicht alle so abschmetterst wie mich. Dann wirst du nämlich ganz schnell ganz, ganz einsam. Und ich glaube, dass mich das so ins Herz getroffen hat, weil ich mir dachte, das bin ich doch schon. Ich bin so verdammt einsam. Niemand versteht mich. Niemand versteht mich wirklich. Wie es wirklich in mir aussieht, das versteht keiner. Und an dem Abend lag ich in meinem Bett und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich bin im Selbstmitleid zerflossen, in Trauer, in dieser ganzen Scheiße und wusste nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Und das war übrigens auch so interessant, weil ich hatte immer wieder diese Phasen, in denen mich die Gefühle so überrollten und ich so total ausgeliefert nur noch heulen konnte. Und dann die meiste Zeit über war es aber so,
als wäre meine Gefühlswelt so abgekoppelt von mir. Als würde die so irgendwo da hinten sein und ich komme gar nicht an die ran. Die meiste Zeit über kam ich nicht an mich ran. Das war so ein bisschen so, als wäre ich Beobachterin in meinem eigenen Leben. Ich wusste nicht, wie es mir gelingen kann, die Hauptrolle in meinem Leben zu spielen. Ich konnte nur beobachten, wie alles passiert und ich konnte vor allen Dingen nur beobachten, wie alles in die völlig verkehrte Richtung rennt und ich nicht eingreifen kann. Ohnmacht war das Gefühl, das am präsentesten war zu dieser Zeit, ja. Was ich da gefühlt habe, das stand im krassen Gegensatz zu dem, was ich nach außen hin so darstellte. Also klar, es war ja kein Geheimnis, dass ich viel trinke, ne? Ich habe auch mal einen Spruch bekommen, wie willst du jetzt echt noch einen trinken oder hey, du hast aber einen ganz schönen Zug drauf oder so. Aber diese Kommentare verblassten so im Vergleich zu dem, was ich immer noch vorzuweisen hatte. Ich hatte eine tolle Ausbildung, ich hatte Erfolg in meinem Job, ich hatte super tolle Freunde, ich war aus gutem Hause, ich war gepflegt. Das war so mein Image und dieses Image, das habe ich verteidigt bis auf den Tod, weil das irgendwie das Einzige war, das noch heil war, diese Fassade. Und ein Großteil meiner Energie ging dafür drauf, dieses Doppelleben zu organisieren, die Fassade aufrechtzuerhalten, was bedeutete, ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder gerade biege, was ich dem sturzbetrunken geschrieben habe oder meiner Freundin. Ich muss irgendwie gucken, dass ich jetzt zur Arbeit gehe und meine Kolleginnen nicht mitbekommen, wie verkatert ich bin. Ich muss irgendwie gucken, dass die Freundinnen, mit denen ich jetzt gleich essen gehe, nicht merken, dass ich schon 2 Gläser Wein getrunken habe, bevor wir uns im Restaurant treffen. Und ich muss irgendwie verdammt noch mal hinkriegen, normal zu trinken, so zu trinken wie andere Menschen. Das war übrigens die Aufgabe überhaupt. Da habe ich Jahre mit verschwendet, zu probieren, Alkohol in mein Leben zu integrieren. Ich habe das jahrelang krampfhaft probiert. Ich habe mir so ziemlich jede Trinkregel aufgestellt, die du dir vorstellen kannst. Ab heute trinke ich nur noch am Wochenende. Ab heute trinke ich nur noch Rotwein. Ab heute trinke ich nur noch mit der und der Freundin. Ab heute trinke ich nur noch nach 6. Ab heute trinke ich nur noch, wenn ich ausgehe. You name it, egal was für eine Regel es ist, ich habe sie durch. Und das Gemeine an diesen Regeln ist und war, dass sie manchmal funktionierten. Dass es mir manchmal gelungen ist. Tagelang, manchmal wochenlang. Dass es Abende gab, an denen ich ein Glas Rotwein getrunken habe und dann nach Hause gegangen bin. Unter größter Anstrengung zwar, also es war ein Scheißabend, aber das war für mich der Beweis, es geht theoretisch. Weißt du, was das Heimtückische ist? Diese Scheinerfolge, die sind Teil der Sucht. Denn eigentlich, bei das, was ich da gemacht habe, ich habe russisch Roulette gespielt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kugel mich wieder trifft und mich ausnockt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder einen Abend erwische, an dem es eben nicht bei einem Glas Rotwein bleibt, bei dem ich den Wein flaschenweise trinke und wieder irgendwo besinnungslos liege. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Morgen wiederkommen, an dem ich morgens aufwache, irgendein fremder, nackter Typ neben mir liegt und ich eine Panikattacke bekomme. Also ich hatte nicht wirklich eine Panikattacke, aber ich habe Panik bekommen, weil ich keine Kondompackung finden konnte. Ich wusste, solange ich trinke, kommen diese Morgen wieder, an denen ich mich frage, wo ist mein Handy, wo ist mein Portemonnaie, wo ist meine Würde? Ich wusste, dass, solange ich trinke, ich aufwache und schwarze Beine habe, weil ich so viele Hämatome habe. Ich wusste das irgendwann. Und das war mir irgendwann glasklar. Ich konnte das irgendwann nicht mehr verleugnen, dieses innere Wissen, das ich hatte. Und so das letzte Jahr meiner Alkoholabhängigkeit über, war mir das glasklar. Da wusste ich, ich bin alkoholabhängig, ich habe ein Alkoholproblem. Ich wusste aber nicht, wie ich es lösen soll. Und das hatte verschiedene Gründe, aber die größte Hürde für mich war meine Scham. Ich habe mich so geschämt. Wenn ich daran zurückdenke, das hat mich innerlich verbrannt. Das hat mir alles zusammengeschnürt, weißt du, weil ich dachte, ey, ich hatte alles, alles. Ich bin so privilegiert aufgewachsen und ich verkacke es und werde alkoholsüchtig. Wie scheiße kann man eigentlich sein?
Und es hat schon wehgetan, mir selbst das einzugestehen, ich konnte das nicht auch noch öffentlich machen. Und ich wusste, wenn ich aufhöre zu trinken, dann ist klar, dann ist das wie ein Eingeständnis, dass ich ein Alkoholproblem habe, weil ich war ja bekannt dafür, dass ich gern trinke. Und wenn ich von heute auf morgen aufhöre, ja. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Das kam für mich wirklich einem Todesurteil gleich. Ich dachte, wenn ich das mache, dann bin ich erledigt. Und dann kam aber der Morgen, der alles verändert hat für mich. Und der Witz ist, das war jetzt gar nicht mal irgendein besonderer Morgen. Das war der vertraute Horror. Ich bin aufgewacht, ich hatte neben mir einen Typen liegen, einen Nackten. Ich wusste nicht, wie der heißt. Ich wusste nur, dass ich dem irgendwann schon mal eine Abfuhr erteilt hatte und dachte mir, ja, okay, jetzt ist der auch noch, super. Ich habe auf den Boden geguckt, da lag mein Lieblingskleid. Das war so ein weißes, mega schönes Sommerkleid. Das war nur noch verdreckt und zerfetzt, das konnte ich nur noch wegwerfen. Ich wusste, ich muss in ein paar Stunden zur Arbeit. Ich hatte Spätschicht an dem Tag von 16 bis 24 Uhr. Und ich hatte einen Höllenkater und ich hatte diesen Schmerz, den ich eigentlich die ganzen Jahre über hatte. Hier so ein Ziehen im Solarplexus, der mich fertig gemacht hat, der immer da war, der aber an dem Morgen sich anfühlte, als würde mir jemand ein Messer da reinrammen. Und ich wusste, auch heute wird es nur darum gehen, diesen Tag irgendwie zu überstehen. Und das war es nämlich. Ich habe überhaupt nicht mehr gelebt. Ich habe nur noch irgendwie mein Leben überstanden, hinter mich gebracht. Und ich weiß nicht, was das war an diesem Morgen. Es war jetzt kein Paukenschlag, es war nichts Besonderes, aber ich wusste, ich höre heute auf zu trinken. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich höre heute auf. Und dann habe ich mich zur Dusche geprügelt. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren und ich hatte eine Scheißangst, weil ich nicht wusste, wie ich es machen soll. Und gleichzeitig hatte ich Erleichterung in mir. Gleichzeitig war ich so, oh, es war, als würde so eine riesen Last von mir fallen. Ich bin dann zur Arbeit gegangen und dann habe ich gemacht, was Journalistinnen halt so machen. Ich habe mir Podcasts abonniert, die paar englischsprachigen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich habe mir Literatur bestellt und habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Klinik? Ich glaube, ich brauche ich nicht, dachte ich. Therapie habe ich mal eine gemacht vor 10 Jahren, also damals vor 10 Jahren. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so viel gebracht, passt irgendwie auch nicht. Dann dachte ich so, ja gut, dann bleiben ja eigentlich nur noch die anonymen Alkoholiker. Dann gehe ich da mal hin. Und da war ich auch und die waren super nett. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dieses sich ein Leben lang Alkoholikerin nennen, dieses Kapitulieren, diese ganze Sprache, das war irgendwie auch nichts für mich. Und dann dachte ich, ja komm, dann mach jetzt erstmal einfach das, was du jetzt schon gemacht hast, nämlich hör den Menschen zu, die dir in diesen Podcasts erzählen, wie sie die Sucht überwunden haben. Lies die Literatur, lies dir alles durch über Neuropsychologie, positive Psychologie, Suchtmedizin, Ökonomie und Soziologie der Sucht. Ich habe jede freie Minute meiner Zeit damit verbracht, entweder diesen Menschen zuzuhören oder mir Informationen anzueignen, Wissen anzueignen über diese Sucht, wie Alkohol funktioniert, wie unsere Gesellschaft tickt, wenn es um Alkohol geht, wie ich in diesem ganzen Kontext einzuordnen bin. Und so habe ich mir Schritt für Schritt die Augen geöffnet. Und so habe ich dann Schritt für Schritt auch den Weg rausgefunden, weil ich einfach so Trial and Error mäßig geguckt habe, okay, was passt für mich? Und ich wurde immer sicherer und dachte irgendwann, okay, ich kreiere hier gerade meinen eigenen Weg raus aus der Sucht. Und es hat funktioniert. Es funktioniert seit 4,5 Jahren jetzt. Was ich in den 4,5 Jahren erlebt habe, was in den 4,5 Jahren passiert ist, das ist schöner als alles, wovon ich zu träumen gewagt habe, zu Alkoholzeiten. Ich habe einen Mann gefunden, als ich dann nüchtern war. Einen, den ich liebe und der mich liebt. Wir haben 2 Kinder, die ich auch sehr liebe. Ich bin wieder so sportlich wie früher. Ich bin wieder so fröhlich wie früher. Ich bin wieder ich. Und das finde ich übrigens auch so krass, wie regenerationsfähig wir sind. Also nicht nur unsere Körper. Was ich auch so wunderschön fand, was wahrscheinlich noch ein bisschen schöner ist, ist, dass mein
Wesen wieder aufgetaucht ist. Also ich hatte den Eindruck, dass ich durch diese ganze emotionale Aufräumarbeit, die hart ist zwischendurch und anstrengend und mühsam, die sich aber lohnt, weil ich hatte den Eindruck, dass ich so Schicht für Schicht abtrage und wieder zum Vorschein komme. Weißt du, dass dieser ganze Alkoholschmutz so Schicht für Schicht weggeschafft wird. Und es ist so, das sagt man in dieser Recovery-Blase, in dieser wir erholen uns von einer Suchtblase. Erst erholt sich der Körper, dann der Geist, dann die Seele. Und so war das bei mir auch. So habe ich das tatsächlich auch erlebt. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, mein Weg aus der Alkoholsucht führte mich nicht nur raus aus der Alkoholsucht, der führte mich zu mir. Weil ja, ich bin wieder wie dieses Mädchen von früher, mein Wesen ist wieder aufgetaucht, aber im Gegensatz zu früher weiß ich heute, was ich will. Und ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß vor allen Dingen auch, wie ich dafür einstehen kann. Und weißt du, wem ich das zu verdanken habe? Der Abstinenz. Ich musste ja meinen Alltag auf den Kopf stellen, mein Denken auf den Kopf stellen. Ich musste alles auf den Kopf stellen, um aus dieser Sucht rauszukommen. Und so konnte ich zu mir finden. Und weißt du, was die Abstinenz mir auch noch gebracht hat? Eine Aufgabe, von der ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich sie irgendwann mal haben werde. Meine Aufgabe sehe ich darin, darüber aufzuklären, wie gefährlich uns Alkohol werden kann. Wie gefährlich sie Mädchen wie mir werden kann. Und ich sehe meine Aufgabe darin, Menschen an die Hand zu nehmen, denen er gefährlich geworden ist. Vielleicht ja Menschen wie dich. Menschen, die auch unter ihm leiden, genauso wie ich unter ihm gelitten habe. Und ich sehe meine Aufgabe darin, diesen Menschen zu sagen, du bist nicht allein und du kannst es daraus schaffen. Manchmal werde ich gefragt, ob ich den Rausch nicht vermisse, die Party. Nee. Da habe ich nur eine Antwort. Nee. Nein. Weil dieses Leben, das ich jetzt führe, so geil ist, weil es so geil ist, da zu sein, zu fühlen, zu erleben, weil es so geil ist, nichts mehr verstecken zu müssen, diese Heimlichtuerei nicht mehr zu haben. Es ist so geil, die Dinge, die mir wichtig sind, anzugehen und zu machen, anstatt verkatert irgendwie im Bett zu liegen. Es ist so geil, zuverlässig zu sein. Es ist so geil, zu erleben, dieses Leben zu erleben, anstatt einfach irgendwie nur zu existieren. Nee, ich vermisse den Rausch nicht, nicht eine Sekunde. Ich bin dankbar, nicht mehr trinken zu müssen. Das ist so ein Satz, den hätte ich mir zu Alkoholzeiten nicht geglaubt, aber ich bin so dankbar, das nicht mehr machen zu müssen. Ich bin so dankbar, nicht mehr trinken zu müssen, weil ich für mich was ganz Entscheidendes begriffen habe. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Wenn du möchtest, dann kannst du gerne mal auf meiner Website vorbeischauen. Da habe ich einen Test vorbereitet. Da kannst du mal schauen, wo du mit deinem Trinkverhalten so stehst. Der Link zu meiner Website, der ist unten in der Beschreibung. Und da unten findest du auch einen Daumen hoch, den du drücken kannst. Und du findest den Button, mit dem du diesen Kanal abonnieren kannst. Also falls du Interesse daran hast, zu dem Thema in Zukunft mehr zu erfahren. Danke, dass du zugeguckt hast. Das freut mich wirklich sehr und ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald, hoffentlich.